Ganz verkehrt und sündig. Titus Kapitel 3, Verse 10 und 11. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Was versteht man heutzutage unter einem Ketzer? Sicherlich nicht das, was man jedem Andersdenkenden damals im Mittelalter untergeschoben hat, wenn er nicht vor allem mit der herrschenden Kirche einer Meinung war. Wer damals zum Beispiel behauptete, die Erde sei keine Scheibe, sondern eine Kugel und diese dreht sich um die Sonne, der war schon ein Ketzer und hat sozusagen nur noch den Scheiterhaufen vor sich gehabt. Schlimme Zeiten waren das. Unter einem Ketzer verstand man damals eben einen Irrgläubigen und Irrlehrer für alle Arten der Häresie, also der Andersgläubigkeit nach kirchlichem Verständnis, was niemand hinterfragen durfte. Paulus meinte sicherlich etwas anderes und berief sich auf das reine Evangelium von der Vergebung der Sünden, die frohe Botschaft, die gesunde, die gerade Lehre, so wie er sie empfangen hatte. Es ging ihm nicht um Äußerlichkeiten, auf die manche eine eigene Lehre aufbauten und sozusagen Wortklauberei betrieben und das große Ganze aus den Augen verloren haben. Wenn man Politik, eitle Streitereien, eher unwichtige Nebensächlichkeiten und Streitfragen zur Hauptsache des rettenden Glaubens macht, dann ist man definitiv störrisch, verkehrt und ketzerisch. In 2. Korinther Kapitel 5, Verse 19 und 20 teilt uns Paulus mit, worum es geht. Da steht: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Ketzer ist also im biblischen Sinne einer, der nicht bei dieser Wahrheit bleibt oder sie in die Ecke schiebt und andere Dinge in den Vordergrund stellt, der vielleicht sogar darüber hinausgeht und gesetzlich ist und unwichtige Streitfragen zur Hauptsache macht und möglicherweise sogar neue Offenbarungen vorbringt, die der Vergebung aus Gnade aber widersprechen und im Weg stehen. John MacArthur sagte, biblische Evangelisation bedeutet nicht, über Irrtümer zu streiten, sondern die Wahrheit zu verkünden. Es mag sogar Gläubige geben, die leugnen die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, 2. Johannes 7-9. Letzteres wird auch den großen Verführer auszeichnen, der kommen wird, der Antichrist, der wie die Schlange einst im Garten Eden arglistig fragen wird, ja, sollte Gott gesagt haben? 1. Mose 3,1. Wer die klare Linie des wahren biblischen Evangeliums verlässt und meint, die Botschaft von der Vergebung der Sünden sei altmodisch, überflüssig oder nicht genug, hat zum einen nichts verstanden und wird zum zweiten sein Urteil tragen müssen am Tag des Gerichts vor dem Thron Gottes. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Verse 3 bis 5 an seinen Mitstreiter folgende ermahnende Worte, die gerade in unserer jetzigen Zeit, die verdreht und kompliziert ist, unsere ganze Aufmerksamkeit verlangt. Er schrieb: Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus.
Solche Menschen, die auch aus unseren eigenen Reihen kommen werden, also die, die man als Ketzer bezeichnen muss, die zeichnen sich allesamt durch prächtige Reden aus und werden arglose Herzen verführen. Arglosigkeit bedeutet sinngemäß, dass man nichts Böses vorhat, unschuldig und eher harmlos ist und keine berechnenden Taktiken verfolgt, um seinen eigenen Willen durchzusetzen. Man hat eben ein offenes Herz und Gemüt und lässt sich auf vieles bedenkenlos ein, weil man nichts Böses oder Falsches erwartet oder befürchtet und den Menschen, der vor einem steht, auch keine niederen Motive unterstellt. Solche arglosen Menschen sind natürlich dann besonders gefährdet, sich von streitsüchtigen und verkehrt denkenden Gläubigen negativ beeinflussen zu lassen. In Römer 16, Verse 17 bis 20 schrieb Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Ständige Fragen, Wortgefechte und Arroganz ist das Kennzeichen eines ketzerischen Menschen. In 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 3 bis 6 steht ergänzend: Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk. Solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit diene dem Gewinn. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Solche Menschen sollen wir meiden und ihnen auch nicht die Bühne geben, ihr verbales Gift zu versprühen, auch wenn das, was sie sagen, sich fromm anhören mag. Ein Zeichen für die bevorstehende Wiederkunft von Jesus Christus wird auch so manche Verführung sein von Menschen, die sogar gläubig sein können, aber keine Gnade verkündigen, sondern Gericht und Streit. In der Drangsal wird es sogar so sein, dass manche sich für Jesus Christus selbst ausgeben. Matthäus 24, 4. Darum gilt: Heute und morgen lasst euch nicht verführen. Gott segne euch.